So, David, Glückwunsch zum Sieg. Erzähl mal kurz, wie war's und wie habt ihr Jonas und Julius geschlagen? Ja, war natürlich ein kleines Auf und Ab, beziehungsweise ging ja mit dem Ab eher los. Wir hatten ein bisschen Probleme reinzukommen. Ich meine, die beiden sind natürlich dann auch extrem stark, wenn man dann erstmal unter Druck gerät. Und dann haben wir uns ganz gut reingefuchst. Ne? Erik hat wirklich einen super Sahnetag dann im Block gehabt und im dritten Satz hat das Ding ja dann fast alleine gewuppt. Also insofern bin ich sehr stolz auf ihn und auf uns, dass wir nochmal die beiden schlagen konnten. Das ist natürlich schön, dass nach der jetzt nicht geschafften Olympia-Qualifikation war es natürlich nochmal so ein kleines Sahnestück für uns. Insofern, wir freuen uns einfach. Und jetzt versuchen wir natürlich im nächsten Spiel auch nochmal reinzuhauen. Das nächste Spiel ist gegen Gib Rosen da, die sich eben gegen Roger Staller oder sowas durchgesetzt haben. Da schon eine Taktik, die legt ihr euch jetzt zurecht, oder? Ja, Taktikbesprechung, klar. Ich denke, wir haben die auch sehr häufig schon gespielt, das letzte Mal, letzte Woche. Also insofern, wir sind ja Turniersieger, Besieger, ne? Okay. Aber insofern sind wir ganz klarer Favorit, nachdem wir die letzten zwei Turniere gewonnen haben. Ne? Also insofern, gucken wir mal, wie es läuft. Es ist immer eng gegen die beiden und wir freuen uns drauf. Genau. Und das Wetter macht euch auch nichts aus? Das ist uns egal. Es ist ja immer schön hier. Genau, das wollte ich auch damit sagen. Gut, dann viel Erfolg und dann reden wir nachher nochmal. Danke. Ciao.